Heute im Video stelle ich mich einem Fußball-Leistungstest. Peace Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video hier auf eurem Fußballschuhkanal Nummer 1. Heute geht es aber nicht um Fußballschuhe, sondern gewissermaßen um meine eigenen Grenzen. Denn wir machen heute tatsächlich einen Fußball-Leistungstest und das mit der App B42. B42 ist eine Fußball-Trainings-App, die hauptsächlich die Themen Ausdauer, Fitness, Mobility und Reha beinhaltet. Außerdem findet ihr neben den Trainingseinheiten oder den Übungen auch Infos zu Verletzungsprävention und viel mehr im Blogbereich. Sprich, ein Gesamtpaket, um euer Fußballtraining aufs nächste Level zu heben. Wer also nochmal mehr Details zur App haben möchte, kann natürlich unseren Part 1 abchecken. Dort haben wir die App B42 natürlich nochmal im Detail vorgestellt, alle Funktionen und Fakten. Das wird nämlich dieses Video so ein bisschen im Rahmen sprengen. Heute konzentrieren wir uns nämlich auf die neue Funktion, und zwar den Leistungstest. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich euch jetzt. Wir schauen uns heute also das neueste Feature von B42 an, und zwar der Leistungstest. Schon mal vorweg, auch ich werde natürlich diesen Leistungstest heute komplett durcharbeiten, um zu zeigen, welches Ergebnis ich habe. Eure Aufgabe ist natürlich, den Link in der Beschreibung auschecken. Dort kommt ihr zu B42 und könnt diesen Fitnesstest auch durchführen. Und am Ende wollen wir natürlich unsere Ergebnisse vergleichen. Der Leistungstest ist so aufgebaut, dass es zwei Tage gibt. Tag 1 Mobility und Kraft. Und am Tag 2 geht es dann weiter mit dem Thema Geschwindigkeit und auch Ausdauer. In der App ist immer alles sehr ausführlich erklärt, sprich ihr habt die Beschreibungen der Übungen, was ihr zu tun habt und was ihr eher nicht machen sollt, alles in der App, genauso was ihr dafür auch braucht, sprich alle Infos findet ihr in der App, und ich würde sagen, wir starten jetzt rein. Jetzt ist also die Zeit gekommen, wir starten mit Tag Nummer 1 Mobility und klicken auch mal direkt auf Mobility-Test starten. Ich bin sehr nervös, ich weiß nicht, was mich erwartet. Wir klicken mal drauf und zwar sehen hier ein Warm-up. Das Ganze werden wir für euch ein bisschen abfilmen, das heißt jetzt nicht ausführlich, weil wir wollen natürlich gleich aufs Workout eingehen, aber ich mache diese Übung auf jeden Fall mal vor, beziehungsweise wir schneiden alle an und für euch ein paar coole Clips, und dann geht es natürlich gleich rein ins Workout. Warm-up, dann jetzt bin ich auf jeden Fall ready fürs Workout, und jetzt geht es auch endlich richtig los, und zwar mit der ersten Übung, die nennt sich Quad Stretch. Wir werden noch mal kurz die Übung für euch hier erklären, wie das hier in der App aufgebaut ist. Werden wir nicht bei jeder Übung machen, sonst wird das Ganze ein bisschen zu lang, das Video. Aber ihr seht hier, in der App ist es so aufgebaut, dass ihr den Testablauf habt, die Ausrüstung und natürlich auch die Kategorie von der Übung. Gleichzeitig kann man hier auch auf Video klicken, um dort nochmal eine Erklärung von der Übung zu haben. Auch was ihr vermeiden solltet, wie die App quasi hier erklärt, was falsch gemacht wird. Da solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, richtige Ausführung, habt ihr die perfekte Erklärung. Und natürlich gleich im Ergebnis werde ich gleich gucken, wie weit ich komme. Ich habe hier bei der Übung auf jeden Fall schon mal ein bisschen Angst, weil ich ja oft Gelenkprobleme habe. Deswegen mal gucken, in welche Grenzen ich hier kommen kann. Und wir starten rein mit der Übung Nummer 1. Jetzt wollen wir natürlich auch gucken, wie das Ergebnis war. Ich muss ehrlich sagen, ich war gerade von mir selber positiv überrascht. Wollte ich hier mal ganz kurz hervorheben. Denn ihr seht jetzt hier auch in der App das Ergebnis. Das heißt, ihr könnt vergleichen, wie weit seid ihr gekommen. Ich würde sagen, bei mir war es auf jeden Fall, Schultern sind hinter der Ferse. Ich glaube, Gesäß berührt Fersen, so weit bin ich nicht gekommen. Deshalb logge ich jetzt einfach mal ein, Schultern sind hinter der Ferse, und kann dann den Mobility-Test 1 von 5 beenden und komme dann auch direkt zur nächsten Übung. Wir können nicht jede Übung jetzt hier einzeln erklären, das Ganze wäre sonst zu lang, deswegen würde ich sagen, wir filmen jetzt einfach mal die Übungen ab, und natürlich dann auch am Ende zu gucken, wie viele Punkte ich hier bekomme. Wichtig ist natürlich, ihr müsst ehrlich mit euch selbst sein, bringt nichts, wenn man hier schummelt. Deshalb bin ich mal gespannt, was bei mir rauskommt, und ab ins Workout. Come on.
Bei der Übung bin ich tatsächlich jetzt an meine Grenzen gekommen. Es waren gerade so 20 cm leicht drüber. Deswegen ist es hier die vorletzte Stufe. Wird mein Ergebnis wahrscheinlich ein bisschen verschlechtern, aber wie gesagt, wir wollen ehrlich sein. 20 cm sind eingeloggt und wir gehen weiter, und zwar mit der nächsten Übung. Ja, Leute, die Übung ist mein Endgegner. Mit meinem Kniegelenk irgendwie komme ich da nicht weiter, habe ich schon länger Probleme gehabt. Soll keine Ausrede sein, das Ergebnis muss natürlich eingetragen werden, denn das ist jetzt auch die letzte Übung. Ich versuche mich gleich nochmal zu steigern und dann tragen wir das Ganze natürlich ein. Ich hoffe, dass diese Übung nicht alles zerstört, und das Ergebnis gibt jetzt gleich. Von wegen Ergebnis, jetzt kommt erst der Kraftteil, das war erst Mobility logischerweise. Jetzt geht's los, Thema Push-Ups. Wir haben auch gleich noch die Beine im Training und auch Sit-Ups beispielsweise. Um das Video nicht unnötig lang zu machen, die Übungen werden wir natürlich für euch jetzt machen. Wir filmen es auch ein bisschen ab, aber ohne Zwischenergebnis, denn dann ist die Spannung gleich größer fürs erste Ergebnis zwischen Mobility und Kraft. Deswegen ab zum Kraft-Workout. Also Leute, der Timer ist eingestellt auf 1 Minute. Jetzt heißt Vollgas geben und let's go. Okay, los geht's. Also Leute, Krafttest und Mobility ist abgehakt. Meine Beine sind auf jeden Fall ordentlich in Mitleidenschaft gezogen worden, vor allem dank der letzten Übung. Wir loggen das Ganze jetzt mal ein und ihr seht hier auch beim bisherigen Ergebnis. Ich will nicht zu viel verraten, aber die Karte sieht schon mal sehr, sehr geil aus. Ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis. Jetzt ist natürlich ein Tag Pause und dann geht es weiter mit dem Leistungstest Ausdauer und natürlich auch Geschwindigkeit. Und am Ende bekommt ihr dann eure eigene FIFA-Karte, um zu gucken, wie eure Wertung ist. Und die wollen wir natürlich dann am Ende vom Video auch bei mir sehen, um eure Ergebnisse vergleichen zu können. Deshalb, wir sehen uns bei Tag Nummer 2. Angekommen bei Tag Nummer 2. Wir sind wieder am Sportplatz. Ich muss sagen, ein bisschen merke ich es noch von gestern. Aber der halbe Tag, fast ganze Tag Ruhe eigentlich jetzt, hat es auf jeden Fall geholfen. Das heißt, jetzt geht es weiter mit Ausdauer und Geschwindigkeit. Wir sehen uns gleich. Angekommen also bei Tag Nummer 2. Metermaß ist auch wieder im Start. Wir werden das Ganze ein bisschen schneller durchführen, weil sonst das Video einfach zu lang wird. Das heißt, wir ziehen den Test am Stück durch. Gibt jetzt keine Erklärung mehr, denn die findet ihr, wie gesagt, alle in der App. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz. Wir finden nämlich hier jetzt zuerst den Schnelligkeitstest. Und zwar, wenn man auf Starten draufklickt, hat man immer wieder die Übungen als Video, als Erklärung. Das heißt, ihr könnt ja auch nichts falsch machen. Wie das Ganze funktioniert, seht ihr dann alles in der App. Wir wollen natürlich wissen, wie mein Ergebnis ist. Deswegen rein ins Workout. Thank you.
Okay Leute, jetzt kommen wir zum Ausdauerteil. Ich denke, die meisten von euch kennen es als Piepstest. 20 Meter hin und her auf Signal achten. Man muss natürlich, wenn das Signal kommt, wieder auf der Seite sein. Wird mein Endgegner, aber jetzt heißt es durchziehen und dann aufs Ergebnis gespannt sein. Deswegen jetzt zur absoluten Endstufe und zwar zum Piepstest. Bisher noch alles cool. Also Leute, ich habe langsam wieder Luft bekommen. Ich glaube jetzt beim letzten Jojo-Test wäre ein bisschen mehr drin gewesen, aber ihr habt es ja vielleicht in Part 1 gehört. Bis vorgestern konnte ich 2 Wochen lang nicht trainieren wegen meinem Knie. Deswegen bin ich umso zufriedener mit dem Ergebnis, denn ich blende es euch mal ein. Ich habe tatsächlich ein 68er Voting. Hört sich jetzt erst gar nicht mal so gut an, aber wenn man so ein bisschen mal nach unten guckt, sieht man, die Leistung im Teamvergleich ist über dem Durchschnitt, die Leistung im B42-Man-User-Vergleich ist es auch über dem Durchschnitt und im Mittelfeld ist es auch über dem Durchschnitt. Das heißt, ihr seid auf jeden Fall dran, den Durchschnitt zu verbessern, denn ich glaube, mein Ergebnis kann man definitiv stärken bzw. noch überbieten. Ich muss sagen, was mich auf jeden Fall überrascht hat, ist der Core. Da habe ich auf jeden Fall in letzter Zeit viel Wert drauf legen müssen wegen meinem Knieproblem. Deshalb bin ich hier ganz klar zufrieden. Speed ist auf jeden Fall meine Schwäche. Im Test ist mir leider nur ein kleiner Fehler passiert, dass ich einmal am Stoppzeichen durchgerannt bin. Hat mich knapp 2 Sekunden gekostet. Deshalb denke ich, hier ist noch mehr drin. Bin mal gespannt, was ich von euch dann auf Instagram als Ergebnis bekommen habe. Falls ihr den Test gemacht habt, schickt mir gerne mal euer Ergebnis. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr cool. Lasst genauso mal euer Feedback unten in den Kommentaren da. Was sagt denn ihr zu diesem Leistungstest? Vielleicht machen wir das auch mal in einem Abonnentenduell. Deswegen schickt gerne mal euer Ergebnis ein. Der krasseste kommt auf jeden Fall auf Instagram. Außerdem alle Links zu B42 unten in der Beschreibung. Auf Instagram gibt es auch noch mal mehr Stuff. Deswegen schaut dort vorbei. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao.